So, was haben wir denn hier? Eieiei, genau. An Bord des Hubschraubers springen. Level verlassen. Yes! Wir sind ein gutes Team, du und ich. Ach, Scheiße. Oh, shit! Mann, Mann, Mann. Das habe ich gerade so lange auch gebraucht, bis ich endlich aufnehmen kann. Wolfenstein-Update und Treiber-Update. Alles klar. Meine Birne dröhnt. Komm, hilf mir hoch. Okay. Geht's wieder? Ja, wird schon. Muss mich nur ausruhen. Okay. Hey, Seth! Schauen Sie mal, ich habe hier ein paar frischere Beam-Kampfroboter für Sie. Prima Gelegenheit für echt wichtige Wissenschaft und Forschung und so weiter. Hey! Hä? Oh, Shoshana, schau mal, wer hier ist. Therese Blaskovic. Was haben Sie mit mir gemacht, Junge? Was haben Sie? Ich bin so in dieses Artefakt vertieft, auf das Sie mich aufmerksam gemacht haben. Vertieft und wütend. Die Dati-Shoot-Ingenieure nannten es den Gottesschlüssel. Ein Begriff, den nur ein totaler Vollidiot ohne nachzudenken akzeptieren würde. Erstmal ist es gar kein Schlüssel. Also ich sehe hier keinen Schlüssel. Aber viel wichtiger, ich kann den eigentlichen Zweck überhaupt nicht entschlüsseln. Das macht mich rasend. In Ordnung. Das ist jetzt doof, dass ich das gibt Grace die New Orleans Unterlagen. Wofür ist das? Dass ich vergessen habe, auf Offline zu gehen. Mal gucken, was Anja macht. Schmeini, ich finde keine Kartoffeln. Wer liegt der? Wie geht's dir? Nicht so gut, glaube ich. Oh, Anja ist nicht da. Anja ist nicht da. Klamotten hier wieder rumfliegen, Die Frau hat es nicht mit. Mal diese Enigma-Maschine ansehen, über die alle reden. Enigma-Maschine? Wo soll die denn sein? Ja, Bezirksmission, Jagd, Maschinenkommandanten benutzt. Wo ist denn diese Enigma-Maschine? Da ist Grace. Da? Ist sie da? Dann schauen wir uns doch diese... Max? Oh, mit Däumchen im Mündchen. Oh, ist der süß? Hier, Max. Hallo. Das ist der Schwanensee, ne? Oder Schwanentanz? Da kommen wir nicht rein. Hey Mädchen, können Sie mir sagen, was man einem Mädchen so schenkt? Mädchen? Enigma-Terminal. Zum Lesen halten. Grace-Notiz zur Enigma-Maschine. Blankowitz. Unsere Schwestern haben Funksprüche von Maschinenkommandanten Lars Klinger abgefangen. Einer dieser Mistkerle, der das Militär des Regimes in Amerika anführt. Offenbar hat ihn General Engel geschickt, um
im Bunker von Manhattan hinter ihnen aufzuräumen. Wenn sie ihn oder Maschinenkommandanten töten, trägt das zur Destabilisierung des Regimes bei und hilft uns bei der anstehenden Revolution. Auf dieser Enigma-Maschine finden sich eine Menge Profile von Maschinenkommandanten. Klingers Aufenthaltsort kennen wir bereits, versuchen sie aber mit ihrem Enigma-Codes zu entziffern, wo die anderen stationiert sind. Wenn sie einen Maschinenkommandanten finden und töten, bringen sie seine Todeskarte mit, damit wir das Arschloch von der Liste streichen können. Grace! Cool! Drücke J, um das Tutorial dort zu sehen. J, Tutorial, ach da, Enigma-Maschine. Mit Hilfe der Enigma-Maschine kannst du die Position vom Maschinenkommandanten ausfindig machen. Wähle das Profil eines Maschinenkommandanten. Entschlüsseln kannst du einen Kriegskartenkurs zu ihm festlegen, um einen Attentat zu verüben. Indem du Maschinenkommandanten tötest, hilfst du dem wie... Mist, Hilfe. Dem Widerstand... Achso, Moment. Immer mit dem 2-Code-Rädern abgleist, sobald du eine Position an der Maschine. Aha. Kriege ich nicht hin. Das werde ich nicht verstehen. Und Schlüssel? Was soll ich denn da machen? Hä? Hilfe! Ich kann das nicht. Ich kann es aber nicht. Nein! Hilfe? Was muss denn da machen? Ich kann sowas doch nicht. Das war so schnell. Wie schnell muss denn das gehen? Oh, da. Alter. Hilfe! Das war scheinbar auch falsch. Naja. Egal. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Oder auch nicht. Oh, William. Ja. Ich würde gern mehr Zeit mit dir verbringen. Aber? Wir sind fast in New Orleans. Ach so. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Na, ich denke nicht. Na komm. Grace! Still vollpfosten. Wenn Abby aufwacht, breche ich ihnen das Genick. Hier sind die New Orleans Unterlagen. Tut mir leid. Hat einfach ewig gedauert, bis sie einschlief. Okay, los geht's. Die Ministerin der öffentlichen Sicherheit, General Engel, will Amerikas Straßen von, Zitat, allen kriminellen und terroristischen Elementen befreien. Der Terroranschlag auf Roswell war ein Weckruf für das amerikanische Volk. Wir sind nicht so sicher, wie wir dachten. Später reden wir mit Hardy Linde höchstpersönlich über ihr neuestes Filmprojekt. Die teuerste Produktion der Kinogeschichte. Die Jagd auf und Gefangennahme von Terror Billy. Wir stellen der Regisseurin die wichtigste aller Fragen. Wer spielt Terror Billy? Kann ein Schauspieler das reine Böse eines der größten Massenmörder der Geschichte darstellen? Zentrale, 5 Minuten. Meine Brüder und Schwestern, seit geraumer Zeit höre ich jetzt von diesem Widerstandsführer namens... Horton. Tut mir leid, das Scheißteil muss noch kalibriert werden. Aha. Horton. Er und seine Leute haben sich in der New Orleans-Zone verschanzt. Aber der Mann hat wichtige Verbindungen zu den übrigen Resten des Widerstands, Blaskovich. Sie müssen da rein und ihn für unsere Sache gewinnen, okay? Egal. Das wird jedenfalls nicht einfach. Das Regime hat eine riesige Scheißmauer um ganz New Orleans errichtet. Mit schwer bewaffneten Wachturm. Und die Küste ist komplett vermint. Da kommt das U-Boot nicht durch. Aber wissen Sie was? Drauf geschissen. Denn wir haben was anderes. Bitte was? Was?
tut mir leid. Brauchten Sie das Boot? Ja, Sie Scheißer. Ob es jetzt richtig ist, an der Stelle zu sagen, dass Lara Loft die Sigmund synchronisiert hat? Wachturm in Lake Bone ein. Entschärfen Sie die Minen im Kanal zum Lake Poncher Train. Dann steuern wir dieses Boot in die Stadt und holen alle Überlebenden an Bord. Kleines Händchen. Nichts zählt auf uns, meine Brüder und Schwestern. Geht's, würde ich sagen. Blaskovic, ja. Sie müssen unbedingt auf die andere Seite der Mauer. Oh nein, Krokodile. Suchen Sie nach irgendeiner Öffnung, durch die Sie ins Innere kommen können. Betritt die Mauer. Hey, Blasco, ja? Ich konnte noch keinen einzigen verdammten Zivilisten ausmachen. Dafür aber jede Menge Regimesoldaten. Ich hoffe, Sie haben mehr Glück. Fergus, Ende. Was blinkt hier? Ah, eine Schallplatte. Die Schäferhunde. Zug nach Hamburg. Train to Hamburg. La, la, la. La. Ja, sorry. Sag mal, ich habe ja gerade ein Update gezogen und ein Grafik-Update auch. Sieht die das auch da? Was ist denn das? Sehr störend. Da habe ich es nicht. Da habe ich es wieder. Ist das... Ist aber echt störend. Grafik. Hoch an unser Fenster. Ja, nehmen wir mal an. Finde ich sehr störend. Naja. Wo muss ich denn genau hin? Alles klar, hier nicht. Da schauen wir auch nicht. Das ist echt störend, was ist denn das? Da sollten sie vielleicht doch nochmal nachpatchen. Da sollten die echt nochmal nachpatchen. Da ist ein Fehler drin im Spiel. Oh. Wie komme ich denn jetzt da? Warte, so drauf. Da, seht ihr das? Da. Boah. Das ist ein bisschen störend. Huch. Hallo? Ich wollte doch da hoch. Schreiten da so.
Jimmys Postkarte, Juli 1946. Ich hoffe, du bist jetzt stolz auf mich, Papa. Morgen brechen wir nach Schottland auf. Ich werde meine Pflicht erfüllen, um dieses wunderbare Land zu beschützen. Für dich und Mama, wenn ich zurückkomme, kannst du mir hoffentlich in die Augen schauen und mich einen Mann nennen. Jimmy. Gefällt mir nicht. Gold! Oh, Backe. Genau das, was ich haben will. Krokodile, weißt du? In welche Richtung musste ich denn jetzt nochmal? Irgendwie da hoch, ne? Wie komme ich denn da hoch? Alter. Okay, da geht's nicht. Hätte ja sein können. Hä? Ist doch zum Durch, oder? Ich häng fest an einem Schrottauto. Ich bin bekloppt. Okay. Ich werde auf jeden Fall nicht durchs Wasser. Ich sagte, ich werde nicht durchs Wasser. Ich laufe irgendwie auch falsch rum. Wir müssen da hin. Wie bin ich falsch gelaufen? Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Okay, da geht es aber nicht lang. Da müssen wir lang. Ah, habe ich gesehen. Sehen die mit diesen seiner Hände aus? Ach so, komisch. Wofür brauche ich denn eine neue Grafikkartentreiber? Oh nein. Sidewalk. Wir schleichen mal. Musik jetzt oder? Der kommt, oder? Ciao. Shit. Hat super wieder geklappt. Danke. Uah. Klappt immer super bei mir. Ich
Ich schleiche aber auch super. Schießen wir auf mich. Hallo? Aua. Nein! Oh, ich hasse diese Roboter-Dinger, ey. Naja, Action. Alter, wie viel denn noch? So viel haben die doch gar nicht als Soldaten, oder? Ja, und. Nein, ihr braucht keine Verstärkung. Verstärkung wird für Weicheier. Leute, ich bitte euch. Der andere Kommandant. Hey. Ja, hallo Freunde. Zum Lesen. Maschinenkommandant Eckermanns E-Post. Maschinenkommandant Gustav Eckermann. Mauersicherheit. Datum 31. Juli 1961. Zur Hygiene und Gesundheitsproblemen von Häftlingen. Männer, ich weiß, dass er... dass es Beschwerden über die Handhabung der Häftlinge gegeben hat. Einige von ihnen finden sie abstoßend, dass sie wie verwest riechen, dass sie schmutzig und sogar ansteckend sind. Ich verstehe das voll und ganz. Deshalb werde ich Vorkehrungen treffen, damit sie tragbare Wassertanks und Hochdruckschläuche mitnehmen können. Und den Schmutz abzuwaschen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Lösung helfen wird, unseren Arbeitsplatz für alle angenehmer zu machen. Maschinenkommandant Karl Gustav Eckermann. Wie nett. Okay. Irgendwo muss aber noch einer sein. Fragt sich nur wo. Ist der Feige geflüchtet? Ist er etwa Feige geflüchtet? Ah. Die machen wir mal lieber zur Vorsicht voll. So, von hier kamen wir. Ach, der ist bestimmt oben oder so. Kann das sein? Alles klar. Alles klar. Zum Lesen halten. Terrorbillys Hinrichtung ist höchster Einschaltquote der Geschichte. Berlin, 30. Juli 1961. Die im Fernsehen übertragene Hinrichtung von William Blankowitz konnte mit Millionen Zuschauern auf der ganzen Welt die höchste Einschaltquote in der Fernsehgeschichte erzielen. Vor allem in den amerikanischen Gebieten gab es eine erleichternde Aufatmen, als Terror-Billy durch den General Engel schnelles Hieb sein Ende fand. Der Gerichtsprozess und der Tod des bösartigsten Terroristen weltweit markierte das Ende einer Phase mutwilliger Gewalt und dem Anfang eines jahrhundertenwährenden Ära des Friedens, wie unser geliebter Kanzler bekannt gegeben hat.
wird am Datum von Terror Billys Hinrichtung künftig sogenannte Gerechtigkeitstag gefeiert. An diesem Tag werden wir uns an jenen erinnern, die ihr Leben durch die verabscheuungswürdigen Verbrechen von Agenten des Chaos wie William J. Blackowitz verloren haben, äußerte sich dazu der Kanzler. Wichser. So. Ja, la, 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 la. Ich glaube, ich muss irgendwo nach oben. Ah, ich. Ah, hier, 9. Aber hier ist nix. Ah, hier ist nix. Ich denke, der sitzt da oben irgendwo und. Ja, ich muss.